Hallo zusammen, hier ist Abdul und heute haben wir ein Unboxing-Video. Ich habe immer eine deutsche Video am Mittwoch und Englisch-Videos am Freitag und Sonntag. Wenn ihr dieses Format mochte, subscribe, abonnieren, Glocke aktivieren. Und heute haben wir eine sehr spezielle Unboxing, weil es geht um eine Vintage Uhr von einer Marke, die ich gerne auch habe und gerne kaufe. Die letzte, die ich gekauft habe, ist so eine von die Kontakte, die ich hier in YouTube gemacht hat, gegeben zu reparieren und leider hat er nicht geklappt. Oh, sehr cool, also eine Uhrenbox auch oder so. Das ist echt gut, vielen Dank. 5 Sterne von mir. Hier ist die Box. Uhrenbörse. Und die heutige Uhr ist eine Vintage Boucherer Dress Watch. Wie ihr könnt sehen, wir haben hier dieses coole 60er Format. Mit den so wie Syringe Hands oder Cathedral Hands, vielleicht, nee, nicht Cathedral. Muss ich gucken, wie heißt diese Hands. Aber was mir hier super gefällt, ist die Tierlocks. Ja, natürlich die Hands und auch die zwei, also dass die Numerals sind, jeder zwei, die arabisch ist. Mechanik. Aufzug. Setzt sich okay an. Oh, das bewegt sich alles jetzt. Oh. Das fühlt sich sehr nicht solid an. Okay, aber der Armband ist echt cool, muss ich sagen. Das ist nur das Gold. Ah, okay. Dann ich kann das hier machen und ich hole den Caliper und den Sachen. By the way, ich habe diese G-Shock. Und dann können wir sehen, was da drin und auch können wir auf den Zeitwaage drauf machen und schauen, wie es läuft. Die Uhr ist in durch in also die durch den Uhr ist den Durchmesser von den Uhr ist 34,63, also sag mal 34 von Horn zu Horn, also Lug to Lug ist 41 und der Thickness ist einer hier, das hat mir richtig gefallen, 8,5, hat ein 18 mm. Das hier und dann können wir Armband weg, die andere Armband auch weg. Und das passt eigentlich ganz gut mit den mit anderer Uhr. Genau. Dann können wir den Uhr öffnen vielleicht. Das hier. Ein Tipp, wenn ihr eine Uhr öffnet möchte, such wo den Platz zu öffnen ist und am meisten ist hinter den Lugs oder am Seite und hier bei den Uhr ist hier hinter den Lugs, dann geh mit den, also den scharfe, so, unterführend scharfe Seite hier rein unter den Lug, wo war das? Ja, hier unter den Lug. Und dann einfach drück und dann wird das geöffnet. Und dann haben wir den View hier zu dem Werk. Super schön. Boucherer 15 Joules. Es läuft ganz stark in der Minus. Up.
können wir auch hier sehen. Ja, die Uhr braucht mehr Befestigung. Irgendwie. Vielleicht können wir das jetzt so machen. Immer dabei Bergion. Und dann sucht der richtige Größe. Und dann vielleicht hier. Und dann vielleicht stehen da auch ein bisschen mehr drehen. Ist immer noch richtig, also nicht so fest. Aber weil ich habe auch mit guter Preis gekauft, muss ich sagen. Da meckere ich nicht so viel. Und auch hat er mir eine Uhrenbox gegeben. Und ich habe die hier und eigentlich die andere Vintage-Uhr von letztes Mal, diese Stover, gekauft, weil ich möchte anfangen mit Uhren, in einen Uhrmacherkurs. Und ich habe gedacht, ja, was ist besser, als dass ich starte mit Uhren, die ich gekauft und repariere ich den auch. Ja, by the way, hier auch können wir öffnen. Wir sehen hier das Werk da hinten. Auch bewegt sich. Kann ich die hier. Genau. Ja, so, ich glaube, dass ich lasse die ein bisschen so laufen. Wir können sehen hier, dass die so super schönes Profil hat. Und immer schauen, okay, das ist dieser Teil mit, wo war das? Hier, genau. Dann mit Druck geht alles. Vielleicht, ich gehe auch morgen zu meiner Uhrmacher. Vielleicht nehme ich die mit und frage den, was ich machen kann. Ich will ein paar Uhren testen für Wasser, also Water Resistance. Das würde ich auch alle empfehlen vor der Sommerpause. Irgendwo im Sommer gehen und schwimmen mit eurer ja, Taucheruhren, die seit ein Jahr, zwei Jahre gekauft oder eben auch länger, und ihr denkt, ja, das ist 200 Meter tauchbar und ja, ist kein Problem und sowas. Ja, ich würde empfehlen, immer jedes Jahr eure Uhren zu einer Uhrmacher bringen oder die Uhren, die ihr zum Urlaub nehmt, zum Uhrmacher bringen und Water Resistant Testing. Es kostet nicht, aber dann kannst du gut schlafen, wenn du weißt, okay, mein Uhr ist wasserdicht, dann kannst du die tragen und gemütlich und keine Sorge haben, wenn du im Sommer bist. So, liebe Freunde, vielen Dank für Anschauen. Wenn ihr so ein Video mag, bitte Like und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren, und wir sehen euch in dem nächsten Video. Tschüss!